So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Dayland. Habe ich schon mal gesagt, dass das... Ja, habe ich gesagt. Okay. Sekunde, wo ist denn Timer? Alles klar. So, dieses Spiel verwendet eine automatisch gespeicherte Funktion. Oh, ist goldig. Ist schon irgendwie so ein bisschen goldig. Naja, auf jeden Fall muss erstmal alles vorbereiten, weil ich mich mal fett auf die Couch fläze und bei dem ganzen letzten Dark Souls Geschiss. Ist Dayland ein bisschen zu kurz gekommen, was Aufnahme angeht. Also zeitlich ist ja jetzt einiges ins Land gegangen. Für euch jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt beim letzten Mal so viel aufgenommen habe, dass ich theoretisch einige Wochen abdecken konnte. Problem ist halt nur, dass man dann schnell aus dem Game raus ist. Bedeutet, ich mache heute mal weiter, mal gucken, wie weit wir kommen. Und dementsprechend gucken wir dann einfach, ne? So machen wir es. So, jetzt muss ich erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Also, wie gesagt, es ist ja dann an sich schon einiges her, also mindestens mal 2 Wochen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, dieses Spiel aufzunehmen. Was habe ich denn hier für Quests? Erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Okay, 4 Blumen für gelbe Blumen für Omi. Hole die Zutaten für das Gegenmittel. Okay. Giftige Flüssigkeit, davon brauche ich noch eine. Die Frage ist, wo kriege ich die her? Okay, ist das Feuer überhaupt noch an? Ja, okay, das passt. Das läuft wunderbar. Das bedeutet, ich brauche jetzt nur noch gelbe Blüten. Und dann kann ich eigentlich anfangen. So, muss ich mal gucken, was hier genau gelbe Blüten gibt. Und dann könnte ich eigentlich... Ja, ist ja gut. Ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ich keinen Schutz... dass ich das Schutzgebet jetzt drin habe. Das muss ich nämlich rausnehmen. So, Bram, mein Freund. Was hast du denn jetzt... bald ist es Zeit für das große Guido-Dwee-Fest, bei dem wir unsere Haut abwerfen. Einmal im Jahr werden wir grüne Guidos rosa. Warum das denn? So zeigen wir den Guido-Damen, dass wir bereit sind. Bereit? Ja, oh, du bist ja noch ein Kind. Manchmal vergesse ich das. Könntest du mir ein paar Grabbenscheren besorgen? Pff, klar, natürlich. Ich muss meine Kochkünste unter Beweis stellen. Und Krabben machen sie einfach verrückt. Gut. Die Frage ist, wo kriege ich die her? Und ich muss gucken, dass ich das Gebet mal umschalte, weil bringt halt nichts, wenn der... Dingsbums mich beschützt. Ja, das ist das Problem. Der beschützt mich nämlich jetzt vor Monsterangriffen, aber die Monsterangriffe sorgen dafür, dass ich keine Giftdingsbums krieg. Keine giftige Flüssigkeit. Und auch... Ja, diese Krabben. Ja, das wird ein Spaß. Super, habe ich gleich wieder was gefunden, was ich brauchen könnte. 73, 58, 53. Okay, ansonsten, die habe ich alle abgeschlossen. Ich werde natürlich nur gucken, ob ich die Moon nochmal rufe. Und versuche, auf dem Planeten den ganzen Kram zu kriegen. Obwohl ich das nicht glaube, weil giftige Flüssigkeit wird, wenn dann überhaupt, nur von Giftpilzen oder von... spinnenähnlichen Kreaturen gedroppt und die laufen auf dem Eisplaneten nicht herum. Das bedeutet, es wird mal wieder ein schöner Spaß. So, ich habe das Spiel aber noch ein bisschen im Kopf. Von daher... Puh, Leute, da bin ich gerade ein bisschen überfragt, wie ich das jetzt am besten so schnell wie möglich regle, ohne auf den Zufall angewiesen zu sein. Okay, ich könnte wieder was pflanzen. Was pflanze ich denn mal?
Wir haben eigentlich von allem relativ viel. Kürbis und Wassermelone vielleicht mal. Wassermelone. Kürbis, was habe ich sonst noch unter 30? Weizen. Ja, das passt. So, ansonsten gibt es hier noch irgendwas, was ich bauen sollte. Nein, das ist noch gesperrt. Das ist okay. Hier ist auch noch ein paar Sachen offen. Aber es neigt sich alles dem Ende zu. Das ist ganz gut. Okay. Warum hat der mich jetzt nicht beschützt? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Was zum Geier. Ich glaube aber nicht, dass er das droppt, was ich brauche. Nee. Und Kometen. Na super. Hier ist ja mal wieder, kaum bist du mal im Spiel und fängst mal an aufzuräumen. Und schon geht's rund hier. Da bist du von Monster besucht. Leider die falsche Monsterart. Und du wirst von Kometen beschossen. Ist aber okay. Das zeigt eigentlich nur, dass hier ordentlich was los ist. Ah, super. Oh, Bomb. Wir haben es geschafft. Neugierig. Hey, Moon ist meine Freundin. Sprich nicht so über sie. Sei still und gib mir den Schatz. Hier ist er. Hier ist er. Danke, dass du ihn versteckt hast. Hier ist dein Anteil der Beute. Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Okay, Bomb. Hi. Hi, Yuki. Hi, Arko. Ist das Piratenschiff nicht ein bisschen gefährlich für dich? Ja, ich liebe das Risiko. Was macht ihr da, Gauner Schurken? Oh, oh. Nichts, Herr Goliath. Weißt du zufällig etwas über einen Schokoladenkuchen, der aus meiner Speisekammer verschwunden ist? Miau. Kleine Diebin. Arko, beschütze mich. Och nee, jetzt muss ich mich wieder mit dem boxen. Du lässt schön meine Yuki in Ruhe, du Lümmel. Das kann man auch anders erklären. Oh, der frisst aber ordentlich. Okay, ich werde dieser Katze nichts antun. Miau. Du kannst wirklich gut plündern. Willst du für mich arbeiten? Miau. Nun, das ist nicht das erste Mal, dass ich ein Katzenkind adoptiere. Du hilfst mir bei einigen anstehenden Geschäften. Alles klar. So, da hat sich doch ordentlich auch... Ja, 44%, 41%. Ja, ich würde sagen, da hat sich einiges... Da ging es rund. Mache ich jetzt mal Feuer. Nimm mal eine Fackel mit. Dann kann ich nämlich gleich... Ja, ich weiß, dass es dunkel ist, Bursch. Komm, mach mal Feuer. Ne? Mach mal Feuerchen. Super. Jetzt holen wir den Hammer raus und dann ist der Käse auch gleich wieder gegessen. So, okay, Wagen ist wieder voll. Aber wir haben gut Metall, gut Steine bekommen und Silber. Das ist super. So, jetzt gibt es nur eine Sache. Hallo, der Goliath ist doch schon längst weg. Warum gibt es denn immer noch diese Kackmusik? Na gut. Wollte ich nicht... Ja, genau, ich wollte hier was pflanzen. Warte mal, wie viel Kohle habe ich eigentlich? Knapp 2000 circa, das ist eigentlich ganz gut. Ja, die Blumen habe ich. Weißt du was? Das machen wir jetzt auch. Holen die Moon? Warte mal, habe ich über... Achi, meine Nase juckt. Bon, was denn jetzt? Yuki, was machst du denn da? Wolltest du nicht Goliaths Besatzung beitreten? Ja, aber es war schrecklich. Piraten nutzen Katzenkinder aus. Ich musste Tag und Nacht die Decks schrubben. Sie gaben mir nicht mal Süßigkeiten, nur Katzenfutter. So eine Gedankenlosigkeit. Aber ich bin geflohen und ich habe eine kleine Bezahlung verlangt. Ich habe keine Bezahlung verlangt. Diese Schatzkiste, sie sieht wertvoll aus, aber ich konnte sie noch nicht öffnen.
Behalte sie als Dank für deine Hilfe mit dem Piraten, miau. Da ist die Schatzkiste von der bekommen. Deswegen habe ich mir damals den Schlüssel gekauft. Jetzt können wir nämlich die Piratentrolle öffnen und haben eine neue Seite der Geschichte Prinz bekommen. So, ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Warte mal, wie viel? Zwei Stück, okay. Dann können wir nochmal los. So, Sekunde. Alles klar, dann haben wir das auch schon mal. Jetzt will ich mit dem hier hin. Ja, ich habe deine Blümchen. Umi, ich habe die Blumen. Es sind genug, um einen Blumenstrauß zu machen. Sie sind für gut. Ja. Ich wünschte, sie würde nicht mehr sauer auf mich sein. Ich vermisse sie. Kannst du ihr die Blumen von mir geben? Natürlich. Alles klar. Wunderbar. Das machen wir doch gerne. Ich will hier mit der Axt rumlaufen. Nicht mit der Hacke, mit der Axt. Ach so, das Eichhörnchen wollte ich ja nicht killen. Oh, es tut mir immer so ein bisschen leid, weil es wirklich nur so eine Nuss dabei hat. Und von daher habe ich echt so ein bisschen Mitleid mit den kleinen Eichhörnchen. Wenn sie uns angreifen, Verteidigung ja, aber ich versuche halt immer, die nicht anzugreifen und ihnen möglichst aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, finde die Kleinen echt goldig eigentlich. Na gut, gut, wir haben was für dich. Ein Geschenk eines gut aussehenden Ankijägers. Umi? Blumen von Umi? Ja, er gibt sich große Mühe und hofft, dass du ihm nach auch etwas Aufmerksamkeit schenkst, Jude. In Ordnung, sag ihm, dass ich seine Einladung zum gemeinsamen Abendessen annehme. Davon hat er doch nichts, er... Psst! Großartig, wir sagen es ihm. Ja, jetzt... Warte mal. Kaufen. Was kannst du mir denn verkaufen? Wurzel. Wenn ich nämlich schon hier bin, dann kann ich nämlich auch gleich sowas mitnehmen. Ich nehme auch mal die Wurzel mit, weil die kann ich nicht anbauen. Okay, das kaufen wir mal. So, was kann ich dir denn anbieten, dass ich nicht ganz so leer ausgehe? Ich will nicht... Ah, von denen kann ich noch ein paar. Ja, komm, ich denke mal, wenn wir... 20 von denen behalten. Ja, 15 sind auch in Ordnung. Milch kannst du die Hälfte haben. Ansonsten interessiert sie sich nicht für so viele Sachen. Ja, den Lachs würde ich gerne mal behalten. Ja, dann können wir das mal verkaufen. So, warte mal, was haben wir denn hier? Wir haben doch hier noch eine neue Seite für unsere Geschichte bekommen. Ich versuche die einfach mal so zwischendurch mal vorzulesen. Mal gucken, wie viele... Warte mal, wie viele Seiten haben wir denn jetzt? 6 von 11. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Von diesem Moment an begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen, die seinen Planeten besuchten, Ehrfurcht und Respekt verlangte, doch niemand glaubte ihm. Jetzt fehlt die sechste Seite fehlt und die siebte Seite fehlt. In der dritten Nacht bedeckte ein Schatten den ganzen Himmel. Der Junge fühlte sich einsam und allein und hatte große Angst. Fehlende Geschichte, fehlende Seite, Ende. Gut, hoffen wir mal, dass wir das Buch zusammenkriegen und dass wir irgendwann dann auch, dass wir dann auch irgendwann anfangen können, die Geschichte komplett zu lesen. Ja, zwei Eisen nehme ich mit. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Umi und sagen, dass Jude ja gesagt hat. Und der kleine Akku hat natürlich keine Ahnung, dass ein Blumenstrauß übergehen ein Dingsbums ist. Mal gucken, ob wir für den noch was besorgen müssen. Wahrscheinlich. Oh, den Pilz nehme ich mit.
Der wechselt mich auf Dayland nicht. Zum Abendessen? Ich bin nicht vorbereitet. Ich brauche eure Hilfe. Was sollen wir für dich tun? Ich habe das Rezept, aber nicht genug Zeit, alle Zutaten zu sammeln. Wir helfen dir. Sag uns, was wir vorbereiten sollen. Köstliches Fisch-Sushi. Alles klar, neues Rezept bekommen. 2 Stück. Lass mich raten, dafür brauchen... Oh, ich muss auch... Oh, Mist, ich muss auch... Wir brauchen auch wieder Treibstoff. Das wird mal wieder ein schöner Spaß. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Zu leise, meine ich. In der Aufnahme. Nein, nicht zerstören, bist du des Wahnsinns. Nimm die Blumen und pflückse und pflanz neue. Ja, komm, ist egal. Fisch-Sushi, davon brauchen wir 2, ne? Genau, Küche, was haben wir denn hier? Fisch-Sushi, super. Dafür brauchen wir 2-mal Reis. Wir müssen es ja 2-mal machen und 4-mal Lachs. Seetang haben wir, glaube ich, noch genug. Davon habe ich mindestens 2 Alge, oder? Ja, Algen habe ich genug. So, Locke, vielleicht kannst du mir was verkaufen. Ich brauche eine giftige Flüssigkeit. Die hast du natürlich nicht, ne? Scheiße. Na gut, dann kaufe ich ja trotzdem mal die Blumensamen ab. Kerze, warum eigentlich nicht? Und was kann ich dir denn verkaufen? Baumwolle, Gold. Die Larven brauche ich selbst. Die behalte ich auch mal. Ja, Sonnenblumen kann ich dir ruhig mal 10 Stück verkaufen. Dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Giftige Flüssigkeit, nee, die brauche ich selbst. Öl, Golderz, Silbererz, nö, eigentlich nicht. Giftiger Fliegenpilz. Den Kram behalte ich auch mal. Gut. Sind wir bei 2000. Das ist eigentlich nur so, solides Handeln. Ich will jetzt nicht alles verkaufen, um massiv Kohle zu kriegen. Will aber auch nicht alles ausgeben. So ein stetiger, langsamer Anstieg von Geldsachen ist eigentlich schon ganz gut. So, essen wir noch mal eine Sache. Oh, noch eine Karotte. Das ist super. Obwohl ich hier eigentlich diesen Ankmais lieber esse. Weil der einfach an Bäumen wächst. So, das nehmen wir mit. Man weiß es nicht. Eigentlich bräuchte ich den Bram. Der kann mir nämlich Reis verkaufen. Und Lachs muss ich sammeln. Warte mal. Du verkaufst keine Larven, ne? Nein, verkauft er nicht. Okay. Reis brauche ich. Den kriege ich aber nur... wenn ich Dingsbums bin. Ich glaube, den Reis kann ich bei den Angst kaufen. Oder Bram. Das müsste natürlich passen. So, die Blumen behalte ich mal. Ich will nicht alles hier voll mit Blumen pflanzen. Auf der anderen Seite... Warum eigentlich nicht? Ein blumenvoller Planet ist wesentlich hübscher anzusehen. Warte mal, machen wir hier noch ein paar Blumen hin. Hä? Löwenzahn haben wir recht viel. Achso, muss in der Nähe von der Wasserquelle sein. So, super. Was haben wir noch? Machen wir hier noch eine hin. Super, hier bei den Schäfchen noch. Ah, schön. Komm, ihr kriegt ein paar Gänseblümchen. Guck mal, wie sie sich freuen. Muss ich sie füttern? Ja. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwelche Tiere hungern. Komm, Hibiskus kriegt ihr auch noch. Ja, bin ich gut zu euch? Ja, ich bin, an mir ist ein echter Landwirt vorbeigegangen. Oder beziehungsweise ein Ranger, beziehungsweise Ranger-Farmer, je nachdem, wie man das nennt. Aber ich glaube, so ein kleiner Farmer steckt in mir. Was sagt denn die Aufnahme? Ja, das passt noch. Das Spiel ist super, Leute. Da kannst du auch einfach mal 2 Meter vom Fernseher wegstehen. Und du erkennst trotzdem noch alles. Und durch diese ganzen Verlängerungskabel kannst du super was aufnehmen. Das ist wirklich bombastisch. Das ist super. Das ist ein schönes Spiel. Das gefällt mir.
Bei Farm Together geht das übrigens auch, weil das einfach Konsolenspiele sind. Oder zumindest dafür geeignet. So, das Feuer kann jetzt weg. Super. Jo, giftige Flüssigkeit brauche ich und Krabbenschere. Sushi. Das bedeutet jetzt erstmal angeln und wenn der Bram wiederkommt, darf ich nicht vergessen, Reis zu kaufen. Ne, ich muss hier hoch. Da war ich eben schon eigentlich richtig. Ja. So, ich brauche Lachs. Algen habe ich. Ah, super. Die angelt doch bestimmt gleich mit. Lass mich raten, jetzt kommt Bomb auch mit. Nee, kommt's nicht. Okay. So. Moon! Hi! Hast du was zu sagen? Nee, aktuell nicht. Okay. Macht aber nichts. Ich wollte nochmal gucken, dass ich noch ein bisschen Treibstoff herkriege. Brauche ich Werkstatt? Ja. Warte mal, kann ich Alkohol herstellen? Ja, kann ich. Ah, super. Viermal Alkohol, okay. Brauche ich noch ein bisschen Öl. Da mache ich mal drei Stück. Sonnenblumen habe ich ja genug. So, Werkstatt, Brennstoff. Ich wollte eigentlich mehr machen. Ja, mache ich davon noch mal welche. Wunderbar. So, solange die Moon da ist, können wir angeln gehen. Dann stellt die sich nämlich zu uns. Ist eigentlich ganz goldig. So. Guck, da steht sie. Hi Moon, guck mal, ich angel einen Fisch. Du bringst mir kein Glück. Und ich habe keine Larven mehr. Alles nur deine Schuld. Es wäre schön, wenn wir uns ein paar... Oh, du blödes Huhn. Die Kirsche war nicht für dich gedacht. Na gut. Ah, warte mal, wenn du sowieso schon da bist, Moonmaus, dann können wir aber rüber. Ich will mal gucken, ob die Angst, die Yetis, ob die mir Linksbums verkaufen Reis. So. Kaufen! Wolle, Alge, Larve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Larve kaufe ich mal. Nein! Moon! Geh doch nicht! Guck mal, das wehrt sich doch gar nicht. Oh, Moon, bitte. Was kriegen wir eine Hasel? Na, ein Stück Fleisch. Das ist so zwei Stücke. Wow. Das war aber ein richtig fettes Vieh. Esse ich nochmal Ankmais. Und nochmal davon. Super. Ich will jetzt nochmal zur Hut gehen. Zur Hute. Und gucken, ob die mir Reis verkauft. Verkaufen kann. Das wäre super. Nee, natürlich nicht. Naja, wenn ich schon mal hier bin. Na gut, das ist ärgerlich. Da muss ich wirklich auf Bram warten, weil ich habe echt sonst keine Ahnung, wie man Reis kriegen kann. Gut, dann fliege ich aber jetzt auch wieder zurück. Ich könnte die Lilly eigentlich mal wieder rufen. Weil ich nämlich ganz viele Pflanzen zu verkaufen habe. Gut, macht aber nichts. Ich würde sagen, wir beenden dann auch mal den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.